Marius. Marius ist auf mich losgegangen wie ein wilder Büffel. Direkt zwei, drei Treffer gelangt, das hat gescheppert. Und irgendwann lag ich auf dem Boden. Ich weiß selbst nicht, wie ich da hingekommen bin. Oh! Hallo, da bin ich wieder. Heute mit dem zweiten Teil von meinem ersten Mal Kampfsport. Und nachdem ich letzte Woche schon ordentlich auf die Mütze bekommen habe, ist heute mein Finalkampf gegen eine Weltmeisterin. Mein Name ist Sarah. Ich bin 19 Jahre alt und 17-fache Amateur-Kickbox-Weltmeisterin sowie 24-fache Deutsche Meisterin. Und ich bin Marvins Endgegnerin. Wie war es für dich, deine Endgegnerin zu sehen? Ja, nicht nur, dass ich gerade schon auf die Mütze bekommen habe und das noch ein bisschen verarbeiten muss. Dann sehe ich Sarah sich da warm machen und die haut da die Sandsäcke kaputt. Ich dachte, die fallen gleich von der Decke. Und sie ist schnell. Und die ist sauschnell. Zwar nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen. Innerlich wusste ich natürlich schon, dass das mein Ende wird. Aber das sollte zumindest gebührend eingeläutet werden. Mein Plan war es natürlich, ein fieses Gesicht zu machen, damit Sarah auch direkt weiß, mit wem sie es zu tun hat. Und, hat's geklappt? Okay, beachtet die Regeln. Keine Kopfstöße, keine Tiefschläge. Ist dir aufgefallen, dass Sarah sich extra nicht geschminkt hat, damit ihr Make-up hier nicht dranhängt? Und ein Fernkampf. Check-ins. Oh Gott. Nach dem ersten Kick habe ich wirklich kurz mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich habe den kleinen Marvin in Peine gesehen, der fleißig seine Autogrammkarten sortiert. Und keine Freunde hat. Wo kommt das? Oh. Oh Mann, hat die Scheiße aus mir rausgeprügelt. Ist das Pause oder was? Pause. Gott sei Dank. Ich habe einen voll auf die Nase gekriegt. Und die Schritte, weiß ich nicht, wo die herkommen. Aber sie keucht. Ich habe sie genau an dem Punkt, wo ich sie haben will. Ich habe mich ja schon in der Schule immer auf die Pause gefreut. Aber hier war die Pause echt ein Lebensretter. Wie war die erste Runde für dich? Es ging schnell vorbei. Weil ich gar nicht so schnell zählen konnte, wie die Fäuste und Füße kamen. Sie macht es sehr schlau. Sie stellt sich in die Mitte, damit ich rennen muss wie ein Hase. Mit der Kondition eines Wildschweins. Bin da. Geh weiter. Hui. Ja, komm direkt aufs Kinn, ey. Man sieht ja ganz klar, dass ihre Taktik aufgeht. Sie führt mich da wie so ein Dressurpferd von links nach rechts im Kreis und andersrum durch den Ring und haut mir ein paar Mal zwischendurch auf die Fresse. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird's Zeit, jetzt muss ich vom Gejagten zum Jäger werden. Und, hat es gut geklappt? Nee, das habe ich direkt wieder bereut. Wie ist es eigentlich, so einen Kick von oben gegen den Kopf zu kriegen? Das war der schlimmste Tritt im ganzen Kampf. Er kam direkt von oben auf die Platte. Da ist der Helm ja auch nicht mal richtig gepolstert. Und dementsprechend wurde mir auch schwarz vor Augen. Und für einen kurzen Moment war alles ruhig, still und friedlich. Aua. Oh, der kam von oben. Ah. Ich glaube, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Oh. Au.
Au! Ist jetzt der Moment, wo ich Adrian rufe? Geht weiter. Pause! Gott sei Dank. Ich muss was trinken, bitte. Endlich Pause! Und die Zeit solltet ihr nutzen, nicht nur mir auf Instagram zu folgen, sondern auch der lieben Sarah. Ich glaube ja, dass eines Tages in ihrer Biografie steht, dass ich der Einzige war, der sie fast an eine Niederlage gebracht hat. Die Weißwurst. Oder auch bekannt als Marvin. Ich habe es einfach nicht geschafft, an sie ranzukommen, aber sie hat es geschafft mit einem Schlag. Ich glaube, ich habe einen Popel verschluckt. Aua. Aua, aua. Aua, aua. Wie lange muss ich noch liegen bleiben, dass es vorbei ist? 30 Sekunden. Das schaffe ich. Aua, aua. Ah. Jeder, der Augen im Kopf hat, hätte doch gesehen, dass ich nach Punkten ganz klar gewonnen habe. Aber in der letzten Minute macht sie dann noch so einen Kick und ich liege am Boden. Schon wieder verloren. Viele Kicks konnte er gut ablocken. Natürlich hat er ein bisschen Probleme, weil er noch keine Erfahrung hat. Er hat sich oft weggedreht und natürlich auch die Deckung hängen lassen. Aber trotzdem, dafür, dass das sein erster Kampf war, würde ich sagen, ein halbes Jahr Übung und ich hätte auf jeden Fall schon ein bisschen besser aufpassen müssen. Das war das erste Mal Kampfsport für mich und den Kampf gegen Sarah gibt es in voller Länge und ungeschnitten auch für Kanalmitglieder. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt gerne mal Hashtag Weißwurst in die Kommentare und lasst ein Abo auf meinem Kanal da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!